Bellissima 2017. Auf jeden Fall, wir sind noch nicht ganz am Ende, denn es kommen noch ein paar andere Sachen, aber du musst zum Flughafen. Yes. Denn wir fahren nämlich noch weiter und der Daniel kommt nämlich. Wir haben nämlich noch einen kleinen Termin, ein kleines Date. Hallo, ich bin in Colorado Springs am Fuße des Pikes Peak und Nobby musste ja nach Hause und jetzt bin ich da. Aber ich weiß nicht, wo Chef ist. Keine Ahnung, ich bin jetzt hier in so einer Straße, hier ist überall Wald. Wetter ist nicht so geil. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen und warte. Aber ich glaube, ich höre was. Turbo-Geräusche. Sehr starke Turbo-Geräusche. Oh, das könnte sein. Das ist er. Hallo! Hallo! Na? Alles gut? Ich hab dich gehört. Alles gut? Alles gut, ja. Gut hingeflogen? Gut hingeflogen. Was machen wir? Warte. Das ist, das erzähl ich dir gleich. Ist der Nobby noch getroffen? Nee, ne? Nein. Auf jeden Fall, wo wir hinfahren ist, wir fahren zum Pikes Peak, weil Pikes Peak ist für jeden Audi-Liebhaber ein Muss. Ja. Stell euch an, relax, wir sind gleich da. Dankeschön. So. Pikes Peak Highway. Ich weiß nicht, ob wir richtig fahren, aber ich glaube, wir fahren schon in die richtige Richtung. Wie krass es ist. Daniel und ich, wir sind jetzt wirklich am Pikes Peak mit dem Audi TT Clubsport Turbo. Krass. Das ist so krass. Ich weiß, ob ich hier schon Gas geben darf. Ich frage mich, ob wir überhaupt rein dürfen. Für mich wird es ja fast schon reichen, zu wissen, dass wir hier sind. Also wirklich, also zu wissen, dass das wirklich jetzt hier ist, ist für mich schon groß Kino. Wo ist hier mit 15 Meilen? Fahr ich. Jetzt auch noch ziemlich früh, ist noch so ein bisschen dunkel und so. Ich sehe den Berg gar nicht so wirklich. Hier ist noch alles mit Nebel bedeckt. Das sieht wichtig aus hier. Das sieht wichtig aus. Das sieht aus wie diese Einfahrt hier zum Pikes Peak. Wie sie es anhört, ne? Ich glaube, das ist die Einfahrt zum Pikes Peak. Wir gucken mal. Da ist ein rotes Kreuz, das sieht aus, als ob man hier nicht rein darf. Da ist jemand. Gucken wir mal. Hello, good morning. Alright, good morning. Hi. Is this the Pikes Peak? It is. It'll take you all the way to the top of a 14,000 foot mountain. 14,000 foot? 14,000. How many meters is that? That's what I'm calculating right now while I'm talking with you. About 3,500? Yeah, something about that. Yeah. That's a lot. It's a lot. Is it okay for you that I take a little drive? Oh, we're closed. So there's no chance? I'm fast. I'm. Is that the right thing to say? Down beat Sebastian Loeb's record? Not Sebastian's, but I'm working on Walter's. Okay. No, just to have a little idea, to have a little sneak. Maybe just a little peek. A little peek. A little peek. Okay. Well, I mean, it's very early in the morning, so we will try it then. Okay. Thank you very much, sir. Be very careful. I'm very, very careful. Thank you very much, sir. Bye bye. Turbo, du hörst das Geräusch. Diese Kombination ist natürlich perfekt. Es ist wirklich der Pikes Peak. Es ist früh morgens, 5-Zylinder Turbo in einem Audi, Turbo, Sound ohne Ende. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ein glücklicher Mann. Ich auch. Also es ist wirklich toll. Er hat ja gesagt, wir sollen uns beeilen, ne? Ja, er hat gesagt, wir sollen uns beeilen. Okay, dann machen wir das auch. Das sieht schon hoch aus, ne? Das sieht sehr hoch aus. Das sieht boah, guck dir mal den Nebel an. Was ich auch sagen muss,
Leute, was man wirklich merkt, weil wir fahren gerade sehr, boah, meine Ohren, wir fahren auch sehr steil bergauf, man merkt es vom Atmen her, die Luft wird immer, immer dünner, du merkst, der Motor hat nicht mehr so viel Leistung, wie er eigentlich haben sollte, ne? Ich meine, der geht nicht schlecht, aber, boah, jetzt merke ich es doll. Die Luft? Ja, lufttechnisch, da kam uns jemand rund. Kam uns gerade jemand entgegen. Man merkt, die Luft wird immer dünner und der Motor muss sich viel mehr anstrengen, um die Beschleunigungswerte zu schaffen, die er eigentlich schaffen müsste. Ich will keinen Scheiß bauen hier. Meinst du, hat der Berg vermisst, dass diese Geräusche hier sind? Ja, warte. Und wir sind ja noch am Fuße des Berges, weil die richtige Pikes Peak Strecke, die wir kennen, ganz ehrlich, ich hole euch mal eben ab, Leute. Für all die, die nicht wirklich wissen, warum Daniel und ich gerade so einen krassen Film fahren und so das Hypen, ist genau wegen ganz genau diesen Bildern. Genau. Ganz ehrlich, jeder autobegeisterte Mensch dieser Welt kennt diese Aufnahmen, wo Walter den Berg raufgefahren ist. Ich meine, stell dir mal vor, der S1 wäre noch hier. Ne? Also das wäre wirklich der Oberkracher. Ich meine, was natürlich ein geiler Zufall ist, wir sind im 30-jährigen Jubiläum. Ne? Ja. Also es sind genau 30 Jahre jetzt her, wo Walter hier gewonnen hat mit dem Audi S1. Alleine krass. Ich meine, wir sind ja schon nah dran, ne? Weil wir hören uns ähnlich an. Ähnlich. Aber jetzt nicht ganz so biestig. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir sogar über den Wolken fahren können. Dass wir durch die Wolken durchfahren und wenn wir oben sind, dass wir auf die Wolken drauf gucken. Solche Momente sind für mich so, ich versuche, während ich das mache, zu fühlen und abzuspeichern, was ich wirklich empfinde und was ich sehe und was ich fühle in dem Moment. Und es ist wieder so eine Sache, wo ich auch mega stolz und glücklich bin, dass ihr dabei sein könnt, weil als normaler, nicht autobegeisterter Typ denkt man sich, du fährst in einem TT einen Berg hoch, entspann dich. Ich lebe für das und ich finde das so toll und hier kommt so viel Geschichte zusammen. So viel. Abartig. Alter, Daniel. Okay, jetzt wird's krass. Guck mal bitte. Guck dir das an, bitte. Wir fahren in den Himmel. Wow. Also ich fahre 60 und kann maximal 40 Meter, 30 Meter vor mir sehen. Jetzt wird's besser. Jetzt wird die Luft schon dünn. Sehr dünn. Was ja auch meiner Meinung nach die sportliche Leistung ja nochmal verdoppelt. In dem Moment, wo du sowas machst wie die hier, unter den Bedingungen, so eine lange Strecke mit dem Tempo den Berg rauffahren, das Hirn wird langsamer, ich merke es gerade selbst. Ach guck mal, hier sind wir über den Wolken, siehst du? Ach krass. Da vorne ist ein Haus, eine Hütte. Den kenne ich. Okay. Wenn einen der bayerische Akzent am Pikes Peak begrüßt. Ja, das ist aber noch nichts. Das ist noch zu kalt. Das ist zu kalt. Dann musst du mal weiter. Dann musst du mal weiter. Vollgas oder geht's so? Vollgas. Mach ich. Los geht's. Oh.
Audi das gewinnt. Nur ein Vierrad angetriebenes Auto kann das. Ja. Nur ein Vierrad angetriebenes Auto, nur ein Quattro konnte damals die Performance so machen. Weil das ist absolutes Quattro-Terrain. Mit einem angetriebenen Auto verlierst du ja pro Kurve jedes Mal 2 Sekunden locker flockig. Weil du ja viel früher ans Gas kannst. Du kannst viel früher die Last dran geben. Das geht gar nicht anders. Das ist doch nicht zu fassen. Das, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich sehen könnt, Leute. Das kann. Ja. Unbeschreiblich. Menschen sind dabei, wo ich gerade das schönste Naturbild meines Lebens sehe. Wir fahren auch weit über den Wolkenauto. Wenn ich erstmal das so gerade sieht, wenn eine 747 jetzt hier vorbeifliegen würde, würde ich mich nicht wundern. What? Guck mal, Rückspiegel! Guck mal, Rückspiegel! Jetzt kann ich diese Welt verlassen. Jetzt kann ich gehen. Toll. Es war für mich, ich sage das so oft, aber ich glaube, es war das tollste Auto meines Lebens. Also, wirklich meines Lebens. Also viel bescheuerter geht's halt, ne? Es also geht viel nicht mehr. Bescheuerter geht es geht wirklich nicht mehr, Leute. Es ist für mich. Vor allem kommt es raus.